Fränkisches Bier bei ProbierTV, das Nürnbier, überraschenderweise aus Nürnberg. Jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und für das heutige Bier geht erstmal ein Riesendank raus an den Christian, der mir ein Bier mit 6 fränkischen Bierspezialitäten zugeschickt hat. Und das erste, was ich heute verkosten möchte, ist das Nürnbier 3 im Seidler. Und für mich als Saupreis hat 3 im Seidler überhaupt nichts gesagt. Der Christian hat mir aber freundlicherweise verraten, dass es sich dabei um ein Wortspiel handelt, denn es gibt 3 im Wägle. Das sind offensichtlich 3 Nürnberger Rostbratwürste, nehme ich mal an, die in einem Weckerl, also in einer Semmel, zum Essen einladen, angeboten werden. Und dürfte sich dabei um eine Nürnberger Spezialität halten, kannte ich nicht, muss fairerweise sagen. Meine Nürnberg-Aufenthalte sind allerdings auch, glaube ich, an der halben Hand abzuzählen. Insofern sei das vielleicht entschuldigt. Was ich aber sehr angenehm finde, ist hinten drauf auf der Flasche, zeig das mal, sehr viele Informationen. 3 Hopfen, 3 Malze, 3 Freunde. Bei den Hopfen handelt es sich um Mandarina Bavaria, Hallertau Blanc, Polaris. Bei den 3 Malzen Pilsner Malz, Wiener Malz und Carapilz. Und die 3 Freunde sind Steffen Rohnhalter, Patrick Böhm und Sebastian Hinz. Und wie gesagt, zusammen haben sie das für die R&W Bierspezialität Nürnberg GmbH brauen lassen. Gebraut wurde es allerdings im Brauhaus Binkert, was ja relativ bekannt ist dafür, dass es für kleinere Gypsy-Brauer bzw. Vertragsbrauer Biere braut und die sind in der Nähe von Bamberg, glaube ich. So, was haben wir denn sonst noch? Aroma, Mandarine, Maracuja, das finden wir nachher selber raus. Untergärige Lagerhefe, also wir haben ein Hoppy-Lager und Pale-Lager, wie manche andere sagen, 7 bis 9 Grad und passt am besten, Speise im Food-Pairing, 3 im Weckler, also die Semmel mit den 3 Rostbratwürsten sollte man vielleicht bereitlegen. 5,6 Volumenprozent Alkohol, das ist tatsächlich aber da auch die einzige Information, die es an der Front gibt. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was wir hier aus der Flasche rausbringen. Und dann schenken wir uns das mal ein. So. Das ist doch mal eine schöne Optik, die wir da haben. Eine, ja, leicht getrübte, goldene Farbe. Weißer Schaum, satte 2 Finger sind das hier oben drauf. Auch schön cremig und schaut mal, lang nicht mehr gehabt, dass ein Schaum wirklich so herrlich ans Glas gehängt wird. Ja, es ist für ein Lagerbier tatsächlich überraschend fruchtig. Zumindest wenn man sagt, es ist ein fränkisches Lager, dann denkt man natürlich eher so an die klassischen hellen Biere. Aber es hat so Mandarine, Maracuja, bisschen Orange, Melone. Also sehr ungewöhnliche Aromen. Also es hat so eine schöne Trockenheit, die man schon in der Nase erkennen kann. Ein bisschen Malz ist auch mit dabei. Oh, ich würde sagen, viel weniger riechen, mehr trinken. Cheers. Wow. Das ist ein knackiges Bier. Hoch. Also, knackig, crispy, wie der Engländer sagt. Schöne, leichte Säure mit dabei, fruchtig, zitrusig, bisschen Melone vielleicht dabei, Mandarine. Und es hat so eine bittere, die aber fruchtig, so wie so Orangenmarmelade. Oh, herrliches Bier. Tolle Herbe auch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schöner mittlerer Körper. Kohlensäure jetzt gar nicht so
intensiv, sehr fein, sehr cremig, aber es ist ein, und das ist vielleicht auch das Entscheidende, es ist ein wahnsinnig ausbalanciertes Bier. Es hat auf der einen Seite diese herben, bitteren, säuerlichen Noten, auf der anderen Seite diese etwas fruchtigen, süßlichen, malzigen Töne, und das ist alles in einer wunderbaren Balance. Wirklich ein tolles Bier. Und hinten raus ein bisschen, ist das, ja, es ist eher so Orangenschale, Limette in der Frucht. Es wird deutlich trockener. Es ist von Anfang an schon sehr, sehr trocken, das Bier. Aber hinten im Nachtrunk wird es nochmal ein bisschen trockener. Bittere nimmt nochmal zu. Und kriegt auch so einen, es kriegt so einen leichten, harzigen, leichte, harzige Komponente. Es ist ein richtig, richtig tolles Lagerbier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe davon schon gehört, habe es allerdings nirgendwo je zu kaufen bekommen. Und insofern habe ich ja damals beim Unboxing schon gesagt, dass ich mich sehr darüber freue. Nürnbier 3 im Seidler vom Christian aus Nürnberg mir zugeschickt worden. Für die Bewertung, das ist eigentlich ein relativ klares Ergebnis, 4,5 Punkte für das Nürnbier 3 im Seidler aus Nürnberg und gebraut, stand es drauf, Breitengüßbach. Gibt nicht viel mehr dazu zu sagen. Frankenbraun, echt gutes Bier. Und ich habe noch 5 davon vor mir und die wird es die nächsten Tage bei ProbierTV geben. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch eine Meinung zu dem Nürnbier, habt es auch schon mal getrunken. Es hat vielleicht genauso überrascht wie ich über diese doch tolle Fruchtigkeit, schöne Bittere mit dabei, lustigerweise wenig so grasige Hopfen oder kräutrige Hopfen, die man ja manchmal in Lagerbieren mit dabei hat. Aber man sieht, man kann auch so tolles Bier machen und 4,5 Punkte, ich würde sagen, wohlvernäht für nochmal das Nürnbier von drei Freunden und R&W Bierspezialität. Klingt ein bisschen unromantisch, aber wird sich was Vernünftiges dahinter verbergen. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier bei BTV. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.